Die Lipolyse, ein ganz spannendes Thema, mit dem man überall bombardiert wird und das man immer wieder zu hören bekommt. Was hat es auf sich? Worum geht es? Und was musst du beachten, wenn du das machen möchtest? Das und noch viel mehr werden wir jetzt besprechen in diesem Video. Die Lipolyse, ein griechisches Wort, Lipos, das Fett und Lyse auflösen. Wie erreichen wir das? Natürlich erstmal durch Sport, aber was machen wir mit den Fettpölsterchen, die hartnäckig sind und die resistent sind, weil wir einfach nicht die Zeit haben, nicht die Disziplin haben? Das sind ganz, ganz wichtige Ansätze bei der Behandlung und bei dem Auflösen dieses Fettgewebes, die durch verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen erreicht werden. Das werden wir uns jetzt etwas genauer anschauen, und zwar, womit wird am häufigsten eine Lipolyse initiiert oder erreicht? Natürlich durch Injektionen. Es gibt die sogenannte Injektionslipolyse. Die Injektionslipolyse ist eine sogenannte Fettwegspritze, die an den entsprechenden Polsterchen angewandt wird, damit wir eine Auflösung des Fettgewebes erreichen. In der Regel schwillt dieses Gewebe erst einmal an. Das Fett wird zerbrochen in die kleinen Fettsäurebestandteile und dann über die Niere im Urin ausgeschieden. Das ist der einfachste Weg, um Fettdepots loszuwerden. Zweite Möglichkeit ist die Kryolipolyse. Auch hier wieder Lipolyse im Wort. Also auch hier wird wieder Fett aufgelöst. Schockerfrierung der Zelle, den Stoffwechsel so steigern, dass das Fettgewebe verbraucht wird und dann ein metabolischer Effekt erreicht wird, dass es zu einem Schrumpfung der Zellen kommt und zu einem Abbau des Fettgewebes an den entsprechenden Arealen. Was sind die wesentlichen Unterschiede der beiden Verfahren? Bei der Injektionslipolyse werden häufig kleinere Areale injiziert oder behandelt durch eine Spritze, beispielsweise das Kinn oder ein kleineres Fettpölsterchen am Unterbauch. Bei der Kryolipolyse werden größere Areale behandelt. Die Kryolipolyse wird mit großen oder großflächigen Saugapparaturen um den Bauch zum Beispiel angewandt. Das ist eine Art breiter Gürtel, der dann das Gewebe ansaugt und dann durch die Vereisung oder durch die Kälte, die dort entsteht, durch die Temperaturdifferenz und den Temperaturgradienten dann entsprechend lipolytisch wirkt. Beide Verfahren haben ihre Berechtigung, beide Verfahren haben ihre Anwendung, aber es sind unterschiedliche Anwendungsgebiete. Wenn es also darum geht, dass du an einem kleineren Areal, beispielsweise am Kinn, ein Doppelkinn aufweist und dort ein bisschen Fettgewebe als Überschuss aufweist, dann wird es eher die Injektionslipolyse werden. Wenn du allerdings irgendwie den Hüftspeck beklagst und dich nicht einer Fettabsaugung unterziehen lassen möchtest und mit einfacheren Maßnahmen arbeiten möchtest, dann haben wir hier die Kryolipolyse am Start. Wo liegen die Grenzen dieser Eingriffe? Natürlich in der Größenordnung des Fettgewebes. Das heißt, wenn wir hier Depots haben, die es tatsächlich eindeutig abzusaugen gilt, dann wird der erfahrene Chirurg oder Therapeut, der das Ganze durchführt, auch sagen, stopp, und da geht auch nicht mehr. Der Nachteil bei den Injektionslipolysen, wenn wir sehr große Volumina haben, ist, dass wir auch sehr große Volumina injizieren müssen, was wiederum die Planbarkeit der Lipolyse und der Regelmäßigkeit der Oberfläche des Gewebes dann etwas schwieriger macht als bei einer Fettabsaugung, wo ich mit meiner Hand sehr schön konturieren kann und zeigen kann, wie die Oberflächen in anatomischer Zusammensetzung oder Zugehörigkeit dann beispielsweise zur Muskulatur dann ihre Höhen und Tiefen darstellen sollen. Dazu haben wir in der Vergangenheit auch schon Videos gemacht. Ein Video werde ich euch hier oben jetzt noch einmal einblenden zum Thema Fettabsaugung. Einfach nur, damit ihr euch dort auch die Facts nochmal reinziehen könnt und den Vergleich ziehen könnt zu den Lipolyseverfahren, damit du weißt, ob das eine oder das andere Verfahren für dich das Richtige ist. Bei den Lipolyseverfahren handelt es sich also um eine Alternative zur herkömmlichen Fettabsaugung. Es handelt sich hierbei also nicht um eine Art Magie, wo wir, ohne dass wir schneiden, saugen und du eine Ausfallzeit beklagen kannst, einfach große Mengen an Fett wegbekommen. Aber es ist ein schönes Tool, eine schöne Hilfe, wenn es darum geht, kleinere Areale, umschriebene Areale zu behandeln, die wir nicht operativ mit einer Fettabsaugungskanüle angehen wollen. Die Lipolyse ist ein sehr, sehr häufig angewandtes Verfahren, mit dem wir uns in den letzten Jahren immer häufiger beschäftigen mussten, weil ganz einfach die Patientinnen und Patienten das auch so einfordern.
Es ist nachvollziehbar. Wir haben hier den Vorteil gegenüber den Operationsverfahren, dass wir weniger Ausfallzeit haben, dass das Komplikationsspektrum hier auch natürlich deutlich geringer ist, als wenn es um eine Operation geht. Nichtsdestotrotz gilt es hier auch immer, dass man die Patientinnen und Patienten ehrlich darüber aufklärt, wo sind die Grenzen dieser nicht operativen Verfahren und dass man dann dementsprechend auch die Patienten ablehnt und Patientinnen, wenn dieses Verfahren einfach nicht geeignet ist. Was sind die Risiken und die Komplikationen, die wir auch bei diesem Verfahren sehen? Denn auch hier kann es natürlich auch sein, dass wenn man in die falschen Hände gerät oder jemand das Ganze durchführt, der wenig Erfahrung hat, dass dann etwas schief geht. Zunächst einmal kommt es zu Schwellung. Das heißt, man muss bei der Injektionslipolyse immer darauf achten, wie intensiv dosiere ich mein Injektionslipolytikum, das heißt, wie viel Volumen spritze ich dort hinein. Das zweite ist, dass wir bei den Kryolipolyseverfahren, also bei den Maßnahmen, wo wir über die Kälte arbeiten, auch dort ähnliche Veränderungen sehen können wie bei einer Verbrennung oder Unregelmäßigkeiten, die da entstehen. Besprecht diese Dinge mit euren Therapeuten, mit eurem Chirurgen, mit denjenigen, die diese Verfahren anbieten. Fragt kritisch nach, wie oft machst du das und wie viele Patienten hast du in deinem Patientenkollektiv, die du erfolgreich damit behandelt hast. Das sind alles ganz, ganz wichtige Fragen, die man auch stellen sollte und die man auch stellen darf, denn schließlich geht es darum, dass wir hier ein Vertrauensverhältnis haben zwischen dem Patienten, Patientin und dem Therapeuten oder dem Chirurgen in diesem Fall. Und da sind alle Fragen auch gestattet. Das sind die Dinge, die du wissen solltest, um eben solche Komplikationen wie massive Unregelmäßigkeiten auf der Bauchdecke, Verbrennungen, Löcher, Entzündungen, Infektionen durch Injektion oder falsch angewandte Injektionen zu vermeiden. Schreibt mir eure Kommentare zu diesem Thema in die Kommentarleiste. Was haltet ihr von den Lipolyseverfahren, von der Injektionslipolyse? Ist das ein Verfahren, was für dich in Frage kommt? Oder schwörst du auf die herkömmliche Art und Weise Fasten und Sport treiben? Was natürlich auch hier immer zu nennen ist, weil es ganz einfach auch die natürliche Art und Weise ist, um Fett abzunehmen. Ich habe mich gefreut, dieses Thema hier mit euch nochmal abhandeln zu können, weil ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen habe, wo ich gefragt worden bin und gebeten worden bin, dass wir das noch einmal so in einem Plastic Surgery Coach Format abhandeln. Ich freue mich, euch auch bei dem nächsten Video wiederzusehen. Also abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, damit ihr auch immer schön informiert seid, wenn es neue Videos gibt. Ich bin jetzt raus. Ich bin Professor Dr. Sinis, dein Plastic Surgery Coach.